Welche Farbqualität kann man mit Prinect Multicolor erreichen? Für Ihre Druckaufträge benötigen Sie viele verschiedene Sonderfarben. Und Sie überlegen, wie viel Prozent davon Sie mit Prinect Multicolor simulieren können? Wir zeigen es Ihnen. Unser Ziel ist es, beste Farbqualität mit Prinect Multicolor zu drucken. Dazu reichen uns 7 festgesetzte Farben, um alle anderen damit drucken zu können. Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb und dazu Violett, Grün und Orange. Wir werden alle 2161 Farben dieses Pantone Solid Coated V4 Farbfächers mit nur 7 Farben simulieren. Unsere Druckmaschine ist die Heidelberg Speedmaster XL106 8 Farben. Als Bedruckstoff nehmen wir ein glänzend gestrichenes 135 Gramm Papier. In den Farbwerken sind konventionelle Farben. Um die höchstmögliche Farbqualität zu erreichen, wurden der Workflow, der Plattenbelichter und die Maschine mit Print Color Management aufeinander abgestimmt. Für Multicolor haben wir ein spezifisches Farbprofil für diese Maschine angelegt. Damit erreichen wir den größtmöglichen Farbraum mit dieser Kombination aus Farben, Maschine und einem Papier hoher Qualität. Als Zielwerte nehmen wir die LAB-Werte der Sonderfarben aus der digitalen Farbdatenbank der Prinect-Vorstufe. Die Form aus den 2161 Sonderfarben ist aufgebaut. Im Rendering-Prozess werden alle Sonderfarben in 7 Farben separiert. Das bedeutet, dass 7 Platten für den Druck dieses Bogens ausreichen. Dies ist nun der verkaufbare Bogen mit der maximal erreichbaren Farbqualität. Die Farbe wird mit dem Messgerät gemessen. Wie gut werden die Zielwerte der Sonderfarben erreicht? Mit Heidelberg Prinect Multicolor können Sie alle Farben des Farbfächers simulieren. 94% davon mit einer Abweichung von Delta E kleiner als 3 und 98% mit einem Delta E kleiner als 5. Überzeugen Sie sich selbst. Buchen Sie Ihre Vorführung im Print Media Center der Heidelberger Druckmaschine.